Ja, hallo und herzlich willkommen zum DFA Gildentipp Nummer 29. Heute in Eisenmark, ein Gebiet der kleinen Kätzchen, mal wieder natürlich. Und zwar in die Chaos-Kristallhöhle verschlägt es uns. Ein gar nicht so schwieriges Sprungrätsel, wobei ein bisschen Sprungkenntnis solltet ihr mitbringen. Viel Spaß beim Zusehen! So, liebe Leute, wir befinden uns also in Eisenmark, ein weiteres Gebiet der kleinen Kätzchen, und zwar ganz im Osten ist das Gebiet von Tyria. Level 50 bis 60 habe ich noch gar nicht ganz aufgedeckt, merke ich gerade. Und dort wollen wir von der Wegmarke Alte Pikenruine, die sich im Südwesten der Karte befindet, diese schon vorgepunktete Linie ablaufen. Das Ganze ist unterirdisch, sonst wäre es auch viel zu einfach. Ach, da habe ich doch wieder was vorbereitet. So, also, als erstes mal hier durch die kleine Senke, da drüben auf der anderen Seite wieder raus. Gen Westen. An der Fledermaus vorbei, die uns heute Morgen begrüßt, finden wir eine Taucherbrille. Und da, wo Taucherbrillen sind, ist auch Wasser und deswegen geradeaus einfach mal einen gewagten Sprung hinab ins kühle Nass. Und wenn wir einmal schon mal im Wasser sind, dann taucht man natürlich gleich durch, um auf der anderen Seite dann rauszukommen, wo sich dann auch die Chaos-Kristallhöhle befindet. Ein wirklich sehr idyllischer Ort, also wenn ihr mit eurer Gilde mal ein virtuelles Picknick machen wollt, macht es doch hier. So, und zwar in der Chaos-Kristallhöhle geht es jetzt darum, über diese ganzen Steinchen zu hüpfen. Das ist an und für sich erstmal gar nicht so schwer, aber ihr seht hier schon, hier kommen überall diese Blitze. Und diese Blitze, die tun euch zwar nicht weh, aber die belegen euch mit Zuständen. Zum Beispiel, dass ihr kleiner werdet oder größer oder langsamer, die Kamera weit oder nah ist und ihr die nicht verändern könnt. Und diese Zustände gehen auch erstmal so leicht nicht weg. Ne, wir sehen das, jetzt ist die Kamera ganz nah. Ich kann auch nicht weiter weg. Aber es lässt sich ja trotzdem ganz gut springen. Super, jetzt bin ich runtergefallen. Das passt mir ganz gut. Da zeige ich euch nämlich gleich, was ihr machen könnt, wenn euch das erste Stück ein wenig annervt. Ihr macht einfach ab der Hälfte weiter. Denn hier gibt es eine kleine Plattform. Oder die. Welche war es denn nun? Nee, die war es auch nicht. Eine dieser lustigen Plattformen. Genau. Lassen euch nämlich drauf. Und ihr spart euch den ganzen ersten Teil zu springen. Ist ja eigentlich eine ganz nette Hilfe. Und ich würde es jetzt nicht unbedingt über oder unter die Kategorie Cheaten zählen. ArenaNet, da hättet ihr besser aufpassen müssen. So, also geht's dann von hier weiter und jetzt seht ihr, die Kamera ist weit weg. Das mag ich ja persönlich überhaupt nicht so. Dann hab ich die doch lieber näher dran. Aber wir werden es schon irgendwie schaffen. Und deswegen geht's dann einfach, geht ja nur in eine Richtung hier. Jetzt ist er ganz nah, ne? Das ist doch okay. Wie gesagt, es geht ja hier bloß in eine Richtung. Also von daher brauche ich euch gar nicht groß erzählen, wo ihr lang springen müsst. Ihr habt ja sowieso keine Wahl. So, jetzt bin ich ganz klein. Das kann auch verwirrend sein, wenn man auf einmal so im Asura-Style so schnell ist. Und dann ist die gewaltige Truhe natürlich noch gewaltiger, die ihr am Ende dieses Sprungrätsels bekommt. Den Erfolg dürftet ihr dann auch unten rechts über eurer Karte zu finden haben, wollte ich gerade sagen, zu finden sein. Und dann könnt ihr das Ganze
Auch schön. Dann könnt ihr das Ganze wieder über das ungewöhnliche Azura-Portal verlassen, was noch ein wenig Navigationsprobleme zu bieten hat, aber ihr dürftet über dem kühlen Nass wieder rauskommen. Macht euch einmal schön sauber im See und könnt dann euren Abenteuern wieder frisch und munter nachgehen. Und das war's auch schon, die Karskristallhöhle in Eisenmark an der Wegmarke Alte Pikenruine. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch dabei seid bei dem DFA-Gildentipp. Bis dahin, auf Wiedersehen!